Heute bin ich mal ein bisschen früher dran, Mittag. Paar Minuten schneller war ich fertig. Schon die ersten Fittings waren wieder interessant heute Morgen. Von dem berichte ich kurz, haben wir Aufgabe gehabt, Driver und Hölzer oder Holz zu fitten. Gelandet sind wir hinterher bei einem Driver. Der Golfer, Schwunggeschwindigkeit nicht so, 75 Meilen, 160, 70 Meter, 170 Meter mit Rollen maximal und Tendenz stark als Rechtshänder, stark die Schlagfläche zuzumachen nach links. Wenn Schlagflächen nach links gehen, was kann man eigentlich tun? Also richtigen Schaft raussuchen, war viel zu flacher Startwinkel, auch bei geraden Bällen. Dann gibt es ein paar Driver wie den Ping G425, super fehlerverzeihend und auch den Callaway Paradigm, die ein Gewicht hier hinten haben, was ich verstellen kann. In dem Fall haben wir es auf Fade gestellt. 12 Grad Kopf plus 2 Grad macht 14 Grad Loft. Regular Schaft, dann fing es an zu fliegen, statt 120, 25 Flug, 145, 50 Meter Flug. Und dafür brauchten wir einen entsprechenden Startwinkel und Spin. Und das war die Frage von Phil gestern im Kommentar auf mein Video, was ich gemacht habe. Kurz nur noch zu heute Morgen. Teil Nummer 2 war, ein Holz zu finden als Transportholz. Wir sind gelandet bei dem Paradigm Holz 5. Selbe Smash-Faktor. Im Grunde genommen, bis auf die kleinen Unterschied Schwunggeschwindigkeit, wurde sogar fast genauso schnell geschwungen. Auch vom Fairway 160, 70 Meter Weite. Perfekt. Also das Paradigm, auch gerade bei den Hölzern, die Schlagflächen sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da werden wir im Fitting, glaube ich, auch viel Freude haben. Dann derselbe Schaft, Hazardous Schaft, Regular 5,5 steht dann ja drauf, 60 Gramm und in dem Driver leichter mit 50 Gramm. Zur Frage von Phil. Da ging es darum, gibt es irgendwas bezogen auf Schwunggeschwindigkeit, ähnliche Dinge, Startwinkel, Spin-Kombination? Ja, gibt es. Ich habe hier eine Ping, eine Tabelle, Optimal Launch und Spin Chart. Wie ist die zu lesen und wie sieht das eigentlich aus und was hat einen großen Einfluss? Also die Tabelle ist so aufgebaut, was ja wichtig ist, wie viel Ballgeschwindigkeit habe ich? Für den Ballflug ist natürlich nicht die Drivergeschwindigkeit, sondern die letzten Endes daraus resultierende Ballgeschwindigkeit, das, was eine Rolle spielt. Und je schneller ein Ball losstartet, das muss ich gerade mal machen, da kommt gerade UPS, dann mache ich gleich weiter. Auf geht's. Noch nicht für mich, für den Kunden. So, weiter geht's. Das erste war ja Ballgeschwindigkeit. Startwinkel haben wir und natürlich den Rückwärtsstrahl. Das sind die drei Parameter, die wir haben. Und eins der größten neben der Ballgeschwindigkeit ist, mit welchem Startwinkel arbeite ich am besten und wie viel Spin, da stehen hier immer die Kombinationen drin, ist der sogenannte Angle of Attack. Und der Angle of Attack, das ist ja Angriffswinkel, wird oft gesagt. Wenn ich einen Driver Richtung Ball bringe, dann kann er, je nachdem, wie ich halt komme, eher abwärts sich durch den Ball bewegen. Da wird das geometrische Zentrum, bla bla bla. Bei optischen Systemen wie den GC Quad sind hier so Sticker drauf. Dann kann man das auch messen. Die messen ein bisschen unterschiedlich. Das macht 2 Grad andere Werte, je nachdem, ob ich den Punkt als geometrisches Zentrum oder hier vorne messe. Bei den Daten, die ich mit dem GC Quad habe, würde ich sagen, 2 Grad ist der Unterschied zu dem anderen. Also der zeigt 2 Grad mehr an, als ich das von dem Trackman bekomme. Sind nur andere Definitionen, ist nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Dann kann er sich also durch den Ball abwärts bewegen, gerade oder aufwärts. Und dann wird immer gesagt, aufwärts ist ideal. Ja, hat auch einen Einfluss. Moderne Driver bügeln da schon einiges weg. Auch bei minus 2, 3 Grad kann ich noch gut was machen. Mehr, minus 5, 6, 7 Grad, dann wird es schon echt heftig. Wir nehmen mal ein Beispiel. Wenn jemand mit normalen, ich sag mal, 80 Meilen schwingt und trifft sehr gut, hat er ungefähr 120 Meilen Schwunggeschwindigkeit. Das wäre jetzt genau hier, 120 Meilen oder 193 Stundenkilometer, fliegt der Ball los. Wenn ich jemanden habe, der dann sehr, sehr abwärts kommt, dann haben wir den Startwinkel flach, 9,6 Grad, aber 3400 Spin. Das ist dann für ihn die optimale Kombination. Jetzt gehen wir mal immer weiter nach rechts. Der Attack-Angle geht hier immer hoch. Wir sagen, bei plus 10 Grad müsste er starten mit 21 Grad, hat aber nur 1850 Umdrehungen Spin. Dann hat er die optimalen Weiten. Beim Attack-Angle ist es immer so, dass bei minus, je mehr ich Richtung neutral oder ins Plus komme,
umso weiter wird er auch eben fliegen. Das ist auch durch die Farben so ein bisschen angedeutet, dass man sagt, das ist kürzer und das ist eben weiter. Weiter natürlich auch, wenn er schneller losfliegt, deshalb wird das hier auch immer grüner und dunkelgrün und hier nach unten ist halt die kürzeste Variante. Das ist ein ganz typisches Beispiel, 120, 130 Meilen Schwunggeschwindigkeit. Sehr oft habe ich minus 6 als Beispiel. Dann besteht immer eine der Optionen, je nachdem natürlich, wo die Hände sind, wie er dynamisch den Loft hat, kann man auch nicht so viel beeinflussen. Dafür haben wir ja Driver mit 9 Grad, 10,5, 12 Grad plus Verstellung. Dann brauche ich einen Ballflug bei minus 6 Grad, der vielleicht 10 Grad Startwinkel erzeugt. Also eher oft weniger Loft im Driver. Auf dem anderen Bereich, wenn ich aufwärts komme, habe ich meistens die Hände auch dahinter, sage ich, naja, vielleicht brauche ich da sogar mehr Loft. Das ist eben genau die Preisfrage dabei. Und wenn ich dann aber abwärts komme und noch die Hände hinterm Ball habe, dann habe ich also eine doppelte Kombination. Das heißt, ich füge viel Loft hinzu, habe aber eine Abwärtsbewegung. Dann ist optimal ein sehr, sehr niedriger Loft. Beispiel bei 100 Meilen Schwunggeschwindigkeit, was schon echt schnell ist, für einen Amateur richtig schnell, bei minus 6 Grad, 8,6 Grad Startwinkel gerade mal, dann kann es gut sein, dass wir dort zum 7 Grad, 8 Grad Driver noch runtergestellt, auch das hatte ich die Tage greifen. Denn entscheidend ist, dass wir immer vom Ball aus denken und nicht vom Schläger. Also der alte Mythos, niedriger Loft, gleich besserer Spieler, gleich cooler, gleich weiter, stimmt einfach nicht. Ich habe Tourpros, die haben 12 Grad in ihrem Driver, vielleicht sogar noch verstellt auf 13, haben die Hände vom Ball dynamisch, also im Treffmoment ist tatsächlich etwas weniger Loft da. Die kommen damit am weitesten, haben die beste Kombination aus Startwinkel und Spin. Wenn ich denn dann Bock auf Training habe und das verbessere, dann kann ich mich hier auch deutlich in der Weite steigern. Das macht schon mal, kann schon mal 15, 20 Meter locker ausmachen. Allein nur dadurch, da habe ich jetzt noch nicht die Kurve mit reingerechnet. Und das wäre eigentlich eine Nummer, wer trainieren will, das lernen will, ja. Und für die anderen, sagt das ruhig, ich bin ja für euch da. Ich sage euch ja nicht, ihr müsst trainieren, 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 sondern 80% der Golfer, die hierher kommen, sagen auch, hey, ich habe meinen Schwung, ich möchte mehr Spaß haben. Ja, ich trainiere zwar, aber die ehrliche Antwort ist, im Golfschwung solche Dinge wie Attack Angle stellt man nicht mal eben so um. Das ist eine Gesamtgeschichte vom Schwung und das braucht Zeit. Ich persönlich mit meinem Trainer Lee Cox für meine Long Drive Sachen habe auch noch viele Basisdinge in meinem Schwung zu sortieren. Ich habe mir für die erste Stufe 9 bis 12 Monate eingerechnet. 3 bis 4 Mal die Woche trainiere ich dann Technik. Braucht es einfach, aber Stück für Stück werde ich besser, kommt rein. Ich habe auf dem Weg Spaß. Mir ist es recht, wenn ihr kommt, sagt mir nur, wie es für euch gut ist, damit ich das zielgerichtet dann machen kann. Da haben wir dann beide am meisten Freude dran. So, jetzt heute Nachmittag geht es nochmal los, noch 2 Fittings und heute Abend bin ich ein bisschen unterwegs und dann sehen wir uns morgen wieder.